Bordeaux, eine moderne Stadt, in der die Tradition der Südstaaten noch heute ihren Platz hat. Ich hatte ihn unterschätzt. Hätte nicht gedacht, dass er so weit gehen würde. Besuchen Sie das historische French Ward. Entdecken Sie die einheimische Küche in einem unserer 5-Sterne-Restaurants. Es genügte ihm nicht, sie zu töten. Lincoln Clay ging es darum, ein Zeichen zu setzen. Oder lassen Sie einen Nachmittag lang die Seele in der unverfälschten Natur am Ufer baumeln. Sir Marcano hatte nicht den geringsten Schimmer, was für eine Lawine er da lostreten würde. New Bordeaux. Spaß ohne Risiko für die ganze Familie. Das ideale Ziel für Ihren nächsten Urlaub. Diese Stadt hat den Krieg von 1812, den Bürgerkrieg und Gott weiß wie viele Hurricanes überstanden. Aber Lincoln Clays Feldzug gegen die Mafia richtete größere Verwüstungen an als alle Kriege und Naturkatastrophen miteinander. Lincolns Mutter verließ ihn so ungefähr gegen 1947. Das war etwa 2 Jahre nach seiner Geburt. Seine Mutter war Dominikanerin. Ich dachte immer, sein Vater war ein Weißer. Vielleicht Italiener, aber das war egal. Wer damals auch nur ein bisschen schwarz aussah, war eben ein Schwarzer. Wie heute auch noch, nehme ich mal an. Er blieb im Waisenhaus bis etwa 1958. Wann haben Sie Lincoln Clay kennengelernt? 1966. Ich habe aus Laos Geheimoperationen für die CIA geleitet. Er war eine Leihgabe von einem Sonderkommando von CIA und Pentagon. Er war ein ruhiger Junge. Ein braver Kerl. 2 Verwundetenabzeichen, eine Tapferkeitsmedaille und eine für besondere Verdienste. Er hat sich für dieses Land außerordentlich verdient gemacht. Nach der Schließung des Waisenhauses schloss er sich Sammy Robinson an. Sammy war der Chef der schwarzen Mafia in Delray Hollow. Ich war davon natürlich nicht gerade begeistert, aber für schwarze Jungs aus dem Waisenhaus gab es damals nicht viele Möglichkeiten. Wenn man Jungs wie Lincoln allein lässt, dann suchen sie ein Leben lang ein Zuhause. Suchen nach einem Platz, wo sie hingehören. Er hat wohl gehofft, dass er den in der Armee findet. Doch dann, nach seiner Entlassung, hat er irgendwie den Halt verloren. Als er aus dem Krieg heimkehrte, zog es Lincoln wieder zurück zu Sammy. Sammy schuldete der italienischen Mafia eine ganze Stange Geld. Und er brauchte Lincolns Hilfe. Eine Schande, was da passiert ist. Es bricht mir das Herz. Das ist das Verrückteste, was ich je gehört habe. Echtes Geld zu benutzen, um die Federal Reserves zu beklauen. Scheiß drauf, Mann. Ist doch nicht unser Geld. Das kam alles von Scaletta. Außerdem ist es nichts im Vergleich zu dem, was wir da holen. Ist das alles, was wir verbrennen müssen? Ja, alles klar. Schnapp dir die Schlüssel für den Laster, damit wir abhauen können. Hey, Mann, schnapp dir die Schlüssel. Ich weiß nicht, ob wir den einfach so liegen lassen sollten. Er hat uns den Transport gebracht, wie vereinbart. Hat sogar seinen Partner gekillt, damit es echt aussieht. Aber wenn du Zweifel hast, warum dann das Risiko? Wir sollten los. Du hast die Schlüssel, also setz dich ans Steuer.
Na los, verziehen wir uns von hier. Das finde ich jedes Mal zum Brüllen. Wir müssen schnell machen, komm schon. Vorsichtig in die Stadt, sonst haben wir ruckzuck die Bullen am Hals. Der arme Wichser da, der hat keine Ahnung, was ihm blüht. Was war sein Anteil? 5%? In der Größenordnung, ja. Nicht, dass er sie ausgeben könnte. Das FBI wird ihn für den Rest seines Lebens überwachen. Wäre besser für ihn gewesen, wir hätten ihn gekillt. Wenn ich in Vietnam was gelernt habe, dann, dass es immer gut ist, jemanden zu haben, der im Notfall die Aufmerksamkeit auf sich lenkt, damit man sich klammheimlich verpissen kann. Dann sag doch mal, was war das Verrückteste, das du da drüben erlebt hast? Das willst du nicht wissen. Hör zu, Mann, ich bin Steuerzahler. Ich habe ein Recht zu erfahren, wo mein Geld bleibt. Ah, Georgie Marcano zahlt Steuern? Ja, verdammt, mach ich. So haben sie Al Capone gekriegt. Ich gehe nicht wegen Steuerhinterziehung in den Knast. Und, kriege ich jetzt eine Antwort, oder was? Ja. Wir waren an der Küste bei Quang Nai, haben die Zivilisten evakuiert, bevor Charlie alles überrannt hat. Wir halfen den Leuten gerade auf das Lazarettschiff. Da kommt diese Frau. Auf dem Arm trägt sie ein Baby und an der Hand hat sie ein Schwein an der Leine. Sie will gerade die Rampe hoch, da stoppt sie einen Militärpolizist und sagt, sie könne nur eins von beidem mitnehmen. Ohne zu zögern schmeißt sie das Baby ins Wasser. Der Polizist dreht total durch, befiehlt jemandem, das Kind zu retten und schreit die Frau an, ob sie noch ganz richtig im Kopf sei. Und weißt du, was sie ihm antwortet? Sie sagt, ein Baby kann ich immer wieder kriegen. Herr im Himmel. Hey Mann, du hast gefragt. Ich dachte, du erzählst mir was von dem Typen, den sie den Sack weggeschossen haben oder sowas. Ich meine, scheiße. Das ist nicht ihre Schuld. Die Zustände da drüben, das war die Hölle. Stell's dir vor, heute noch baust du Reis an, züchtest Rinder. Und am nächsten Morgen ist einfach alles niedergebombt. Wenn du sie in die Enge treibst, tun Menschen so gut wie alles, um zu überleben. Ich hoffe, das war ein verdammt leckeres Schwein. Think you move me, but I wanna know for sure. So come on and hold me tight. You move me. Today? If so, come on by the Briar Patch between 4:30 and 6:30 for an early bird dinner. Treat your family and save some of that money you worked so hard to make. The Briar Patch. Good food, good folks, good old-fashioned Southern hospitality. Sunday, Sunday, Sunday. This Sunday,
Stoltzbeer brings hot rods and funny cars to Baton Rouge. Come see the action at the Smokin' Dixie Speedway. Sunday, Sunday, Sunday. 180 mile an hour top fuel dragsters. Top fuel funny cars. Factory hot rods. Get your tickets now and see Crash-O-Rama. Demolition Derby to the death. It's the wildest show on wheels. Fun for the whole family. Sunday, Sunday, Sunday. The candles are lit. The lights are low. What's the best place to buy a great 8-track stereo? Halton's Department Store has more of what you're looking for. There's more in store for you at Halton's. This weekend, we're offering huge savings on a wide selection of AM/FM home 8-track stereo tape players with built-in amplifiers. It's the latest, greatest advance in audio technology since the vinyl record. Just push in the cartridge and listen to your favorite music in stereo. The same 8-track cartridges you listen to in your car can now fill your home with beautiful music. Look at these low prices. For the newest and coolest in home entertainment, there's only one place to go. Holden's Department Store. Das Fachpersonal der Reserve Bank wird was dagegen haben, wenn du da mit deiner Knarre aufkreuzt. Ich lass sie einfach unter dem Sitz. This is WNBX 790. Mal sehen, ob diese gefälschten Ausweise ihr Geld wert sind. Fort hinten zur Laderampe. Kann sein, dass die Jungs manchmal einen etwas rauen Ton am Leib haben. Ich bin schon öfter Nigger genannt worden. Schon klar. Nimm's nur einfach nicht persönlich, wenn ich da mitmache. Das Einzige, was mich interessiert, ist, dass wir an die Kohle rankommen.